Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Ja, wir haben in der letzten Folge hier den Truck da hinten befreit. Leider konnte ich den nicht verkaufen. Ich dachte, den könnte ich hier einfach da wegziehen und dann selber verkaufen, aber da gehört er hier zur Farm. Den haben wir also abgeliefert. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was wir hier noch an Quests haben. Versunkener Schwertruck. Winterlager. Lieferung an die Smithville ist noch gesperrt. Beendet zerstörte Bohranlage. Was ist denn das? Zerstörte Bohranlage? Da. Erster Bohrplatz wurde errichtet. Ist aber auch noch gesperrt. Kann ich noch nicht verfolgen. Rohrträume. Sattel hoch erforderlich. Den könnten wir annehmen. Achso, das ist aber auch woanders, ne? Das ist Dyson Diesel. Da müssen wir... Sehe ich hier, wo das ist? Lieferung an die Fabrik. Dahin. Okay. Das ist hier. Lieferung an die Fabrik. Zweimal Ziegel, einmal Stahlträger. Okay. Lagerhauszugang. Okay, da brauchen wir dann aber den anderen Truck für. Den nehmen wir mal an. So. Hoppala. Dann... Ja, der sieht auch anders aus, ne? Der Chevy. Den haben wir in der letzten Folge auch ordentlich aufgepimpt. Neu lackiert. Hier die Dinger, Trittbretter drunter, ist schon schick geworden. Dann fahren wir jetzt gleich mal zur Werkstatt. Und holen dann den Sattelschlepper hierher. Da müssen wir dann mal kurz... Ach so, der steht da wahrscheinlich ohne Sprit, ne? Den haben wir, glaube ich, erfolgreich leer gefahren, oder? Gucken wir gleich mal. Ich fahre jetzt gerade mal zur Werkstatt. Da können wir den hier noch kurz tanken. Und reparieren. Und dann gucken wir weiter. Warum das ab und zu mal so hakt, ich weiß es nicht. Das passiert meist zu Anfang mal kurz. Oder wir machen dann mit dem Bandit, ne? Dem können wir doch, glaube ich, auch eine Sattelkupplung hoch draufpacken. Wenn mich nicht alles täuscht. Dass wir das mit dem machen. So, jetzt gehen wir erstmal kurz in die Werkstatt. Truck Shop, da kann ich noch nicht viel reißen mit 9000. Ja, die sind alle leer. Von
verlassen wir die Werkstatt wieder. Fahren wir mal kurz hier weg. Nicht, dass wir da mal irgendwo in die Werkstatt gehen und der steht dann da noch. Käme nicht gut. So. Motor aus. Ja, jetzt war eine Frage, der Bandit. Wo steht denn der? Da. Dass wir dem eine hohe Sattelkupplung verpassen? Ich glaube, das machen wir. Das machen wir einfach. Es müsste ja eigentlich gehen. Weil da hat inzwischen eine bessere Bereifung drauf. Da sollten wir das vielleicht sogar mit schaffen. Mit dem Fleets da natürlich auch, aber der liegt noch im Dreck. Den muss ich da erstmal rausholen. Und nein, ich lasse den natürlich nicht einfach bergen. Das will ich selber machen. Da bin ich ein bisschen eigen, was das angeht. Solche Sachen, wenn ich die verbocke, dann will ich die auch selber wieder beheben. Und nicht einfach sagen, berg den mal und park den in der Werkstatt. Außer es geht einfach nicht anders. Dann machen wir das natürlich, aber aktuell habe ich da kein Bedürfnis nach. Ich muss dann jetzt halt erstmal eine Weile ohne den Fleetster auskommen, bis ich ein Fahrzeug hier habe, mit dem ich den bergen kann. Das ist im Moment noch nicht ganz so gegeben. Auf den hier kann ich keinen Bergekran draufpacken. Und ansonsten habe ich nur noch den Bandit hier halt, mit dem haben wir es probiert. Der hat sich nicht wirklich erfolgreich geschlagen. Im Gegenteil. Und weil ich könnte dann höchstens probieren, dass ich den nochmal irgendwie weiter herziehe, ne? Das wäre vielleicht noch eine Überlegung. Aber jetzt machen wir erstmal die Mission. Und gucken, ob wir das ohne den Sattelschlepper schaffen. Ohne das Monster, wie ich es gerne nenne. Weil der hat die schlechtere Bereifung drauf wie der Bandit hier. Und zieht trotzdem so gnadenlos durch. Wenn der mal die richtige Bereifung drauf hat, aber dafür brauchen wir Level 9. Vorher wird das nix. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt hier mit dem Bandit auch klarkommen. Wir hoffen es einfach. Mal noch wieder Punkte kriegen, dass wir hier ordentlich leveln, ne? Und dann muss ich mal mit irgendeinem Fahrzeug rüber und dort tanken. Die einzelnen Fahrzeuge, das ist dann wahrscheinlich unser Chevy hier, ne?
Alle anderen drüben habe ich ja leer gefahren. Müssen wir mit dem Chevy mal rüber. Und anschließend können wir den ja wieder hierher holen. Der hat ja auch ein bisschen Sprit dabei auf dem Dach, das ist ja auch nicht so verkehrt. Da können wir dann zumindest so viel Sprit mal auffüllen, dass wir mit dem anderen Chevy dort drüben, den wir dann vielleicht auch mal irgendwann noch pimpen können, ein bisschen schick machen von der Optik her, so wie den jetzt hier. Wäre auch noch eine Idee, ne? Oder wir nehmen den Tankanhänger mit. So. Sattelkupplung hoch. Was geht denn da? Geht da überhaupt was? Sattelkupplung hoch, ja. Montieren. Sehr gut, den Kran brauchen wir dann nicht. Hä? Ach so, weil wir da jetzt noch drauf sind. Ne, wir haben eine Sattelkupplung hoch, genau. Reparaturwerkzeug passt. Vibro-seismisches Modul. Das dauert aber noch, bis wir das mal brauchen. So, dann würde ich sagen, können wir hier upgrade-mäßig noch was machen. Haben wir da noch irgendwas dazu gekriegt? Leider nicht. Winde, haben wir auch nichts. Schnorchel auch noch nicht, okay. Gut. Aber wir können hier, haha. Stoßfänger vorne. Heavy Duty. Die ist doch schon mal besser, Lichtkäfig. Oh, der sieht auch gut aus. Den nehmen wir. Kaufen wir. Standlichter. Kleine Standlichter. Chrom. Verchromte. Sind die Basis. Die sehen eigentlich schicker aus. Doppelhorn? Nee, geht nicht. Da haben wir ja den Dachgepäckträger. Sonnenschutz. Nehmen wir auch noch. Felgen. Die sind kostenlos. Das ist schon mal gut. Die gefallen mir ganz gut. Die 6. Ah, die sehen auch schick aus. Nehmen wir die. So, Farbe. Ist auch kostenlos, glaube ich, ne? Der wäre eigentlich ganz schick oder so. Ich glaube, wir machen den in schwarz. So, was haben wir noch? Wackelkopffiguren. Na, da brauchen wir jetzt keine. Zubehör. Kreuz. Karo. Ach, die hängt da am... Okay, nee, das brauchen wir auch nicht. Aufkleber. Friss meine Winde. Sauberer Truck.
Machen wir mal den auf Rot hält. Außenaufkleber. Wilder Truck, Glückspfad. Off-Road-Meister, der passt farblich sehr gut. Den nehmen wir, glaube ich. Rettungsgasse. Geflügelter Mechaniker, wäre auch schick. Off-Road-Club, nur die Haken. Bleifuß. Böser Bube. Gucken mal, was es hier noch... Oh, hier ist das Maria. Wildes Biest, El Toro, Blechdose. Easy Rider. Nee. Windschutzscheibenaufkleber, Zwillingsdrachen in Flammen, Schlamm Ahoi, groß und schmutzig. Oh, den können wir mal drauf machen, kostet ja auch nichts. So, dann haben wir den auch optisch ein bisschen aufgepimpt. Verlassen wir die Werkstatt. Sieht ein bisschen kahl aus ohne Dings, ne? Aber macht sich. So, jetzt haben wir auch Licht vorne, ne? So. Schwerer Tankauflieger. Müssen wir an die Fabrik liefern. Wo ist denn der überhaupt? Da muss der hin. Frage ist, wo ist denn der? Da ist unser Scout-Pritschenwagen. Was macht der denn da? Okay. Was macht der denn da? Wo finde ich denn den schweren Tankauflieger? Bei der Tankstelle hier? Da. Da müssen wir hin. Da liegt der. Ah, okay. Ja, dann fahren wir jetzt einfach hier hoch. Das ist ja einfach. Das ist ja easy. Und dann würde ich sagen, damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.